Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben ja noch eine ganze Menge zu tun. Obwohl ich nicht glaube, dass das letzte sein wird, aber wir werden trotzdem mal ein bisschen mit den anderen Missionen rumhantieren. Whiskys nachmittags zum Hauptgebäude. Hier haben wir noch eine Menge kleinere Aufträge. Breaking News, trifft dich mit Ted Fox. Alte Freunde. Und entsorgt. Wollen wir das denn? Oha, das ist ganz schön weit da oben, ne? Da wandern wir einmal ganz schnell dahin. Meter, das war natürlich klar, dass es nicht um die Ecke ist. Und dann dieses Ping-Pong-Gelaufe hier. Ich schon, deine Mama. You need a bigger gun. Brauchst du eine größere Waffe? So, und da holen wir uns ein Fahrzeug und dann düsen wir da mal hin. Zu Ted Fox. Sag mal, so ein bisschen den Questlog auch leer kriegen, ne? Das ist ja auch mal ganz schön. So. Holen wir uns... Ach, wir holen uns einfach mal unser Standardfahrzeug. Mit dem sind wir lange nicht gefahren. Muss man dem Fahrzeug ja lassen, ne? Es ist ruhig. Es ist nicht so laut. Bist du blöd? Manchmal. Aber du bist manchmal nicht blöd. Willkommen in Neon City. So. Teddy. Teddy Fox. Bruder, wo sind wir hier? Alter. Das war ja mal richtig. Ich hab noch gesehen, dass da eigentlich alles explosiv ist, ne? Und was mache ich? Ich laufe da natürlich einfach rein. Und jetzt bin ich so genervt, dass ich damit dahin komme. Gut, hat natürlich nichts mit dem Fahrzeug zu tun, aber... Wow! Egal. Aber trotzdem, was ist denn mit dem? Warum will der mich umbringen? Oder hat er einfach Angst? Kann natürlich alles sein.
Das ist irgendwie die falsche Mission, die da angegeben ist, ne? Denn wir haben ja... Ja, wo ist denn? Warte mal. Da, die hier. Oder nicht? Das ist doch die andere Mission, hä? Worum geht's denn hier drin? Warte mal. So, man braucht wohl sogar eine Erlaubnis, um den Müll von diesen reichen Arschlöchern zu durchwühlen. Tja. Jalapeno Joe hatte die nicht und deshalb liegt er jetzt im Dreck. Wer ihn erledigt hat? Irgendwelche scheiß Konzernarschkriecher. Ich sag's dir, je früher wir diese Stadt niederbrennen, desto besser. Machen mir Angst. Was haben wir denn hier? Dateien. Notizen. 102M. Verlässt Haus ZW 0715 und 0720. Steigt den wartenden Delamain ein. 102F. Geht mit Bodyguard gegen 0800 Jong. Zwischen 0845 und 0900, Sex mit Bodyguard. Verlässt Haus gegen 1000. Kommt nicht vor 1700 bis 2000 zurück. Müll, Essensreste, Sushi, Elektroschott, Kleidung. 103. 103F arbeitet nachts. Verlässt Haus zwischen 2230 und 2300. Nicht vor 0600 zurück. Müll, abgelaufene Medikamente, Essensreste, Zigarettenstummel, Elektrozaun. 104M. Den ganzen Tag zu Hause. Verlässt Haus nicht. Keine nennenswerten Funde im Müll. Besser vermeiden. Patrouillen. Hohe Sicherheit. Etwas geht hier vor. Okay. Joe, du bist in Gefahr. Joe, du hast dich schon mal gefragt, warum du der Einzige von uns in North Oak bist. Du hältst dich für so schlau, den Kaffee aus dem Müll der Reichen zu fischen. Aber das bist du nicht. Das haben schon andere gemacht und sie sind alle verschwunden. Joe, verpiss dich, solange du noch kannst. Hilfe von Gobby. Hey, Jalapeno Joe, was geht, mein Chum? Hab lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir? Mir nicht so gut. Mach gerade eine schwere Zeit durch. Hab echt heftiges Zittern vom Entzug. Richtig übel. Ich brauche einen Ort, wo ich clean werden kann. Kannst du deinem Chum da weiterhelfen, so wie ich dir damals geholfen hab? Alter, ich bin nicht dein Schum. Nur weil du mir mal ein paar Eddies geborgt hast, die ich zurückgezahlt habe, heißt das nicht, dass wir für immer dicke Freunde sind. Dein Rumgeheule kannst du dir sparen. Hättest besser nicht wieder damit anfangen sollen. Also, nochmal im Klartext. Erstens, nein, ich nehme dich nicht bei mir auf. Zweitens, nein, ich helfe dir auch nicht. Drei, das heißt verdammt nochmal Jalapeno und nicht Jalapeno. Japaleno. Ach, das steht Japalemo. Ach, na gut. So, die nächste Mission wäre Hanako. Aber das machen wir nicht. Wir gucken nochmal ins Journal. Denn jetzt haben wir auch hier nichts mehr. Auftrag Return to Empathy. Wo haben wir denn diese Mission? Boah, die ist halt schon ganz schön weit weg. Aber 1,7 Kilometer gehen noch. Was? Warum lagen da gerade Türen? Ich glaube nicht, dass sie da sein sollten, oder?
Oh, Alter. Das war schön über ihn rüber gebrettert. Du stehst im Weg, Mann. Was haben wir denn hier für eine Mission? Weiter oben. Was machst du da? Ich bin völlig zufrieden mit meinem Aussehen. Vielen Dank. Bitte, hör auf damit. Oder was, du scheiß Roboter? Ich könnte... Ist... Danke, wie? Puh, ich hatte solche Angst. Ich dachte, er bemalt mich mit gemeinen Sprüchen. Die Demütigung. Ach ja, jetzt, wo wir so viel zusammen durchhaben, sind wir echte Freunde. Du bekommst ab sofort Rabatt. Danke, Brad. Das ist ja nett. Kein Ding. Du hast ihn dir verdient. Du bist eine harte Nuss und trotzdem so nett. Nicht zu jedem. Ich könnte nicht gemein sein, selbst wenn ich wollte. Besonders zu dir. Über Tote sagt man nichts Schlechtes, richtig? Hey, was soll das heißen? Moment. Was? Du solltest nicht hier sein. Und bist es dennoch. Wie eine Störung im System. Oder ein Demon, programmiert von einem brillanten Netrunner. Du weißt doch, wozu Demons fähig sind. Oder wie? Woher weißt du das? Überrascht? Viele Leute kommen zu mir. Ich höre ihnen zu und lerne, wie sie reden. Ich habe ein paar Mal deinen Namen gehört, das Puzzle zusammengefügt. Nicht schlecht für eine einfache SBEM, oder? Hör zu. Wir reden später, okay? Bis dann, Brandon. Das kriegt wie Angst vor dem Gerät, oder was? Und vor allem, warum haben wir plötzlich diese Störung wieder? Krass. Gut, wir warten mal. Aber interessant. So. Triff dich mit Judy und den Puppen. Ah, die Mission ist das. Hey, wie? Bereit? Naja, geht. Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Naja, du machst sowas zum ersten Mal. Sieh so, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Oh, wie fies. Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Weißt du, wie ich an Heromi rankomme? Ich hab den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Denk dran, den Verhaltenschip einfach machen zu lassen. Du wirst keine Zeit haben, Entscheidungen abzuwägen. Folge deinem Instinkt. Wenn du nur eine Sekunde zögerst, kann das dein Leben kosten. Alles klar? Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Heromi, damit keiner was merkt. Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Ah ja. Okay, gehen wir rein. Sehen wir es durch. Johnny, was ist los mit dir? Zeit. Warum hat er plötzlich eigentlich so eine Hardrocker-Klamotten an? Leute sein. Judy. Hä? Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Warum wird alles hier denn immer beschissener?
BD551C. BD. Die hier oder was? Nee. Und dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Stimmt auch. Kannst du dich reinhacken und mich ins Penthouse bringen? Ich dachte, ich könnte es, aber es wird leider nichts. Du musst es allein schaffen. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Zeit für die Lokalnachrichten. Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Wie sieht's aus? Wir sind drin, im Clouds. Wer übernimmt welche Etage? Ich übernehme unten. Tom geht hoch. Wir sind soweit. Oh, diese Störung ist gerade super nervig. Die Bedrohungsstufe auf 2 angehoben und rät allen Reisenden, Nebenstraßen zu meiden. Wir halten Sie über neue Entwicklungen der Lage auf dem Laufenden. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay? Fick dich, okay? Ich weiß, was ich gesagt habe. Fick dich, Tatschum! Ich komm später. Ich hab scheiße viel zu tun. Nein, warte nicht auf mich. Ich will kein Scheißabendbrot. Alles, was du schmeckt sowieso nass, der Gemehl. Lieb dich auch. Genau in dem Moment, wo ich ihn ausschalten wollte, dreht der Bastard sich um. So. Das Apartment. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden.
paar Euro-Dollars. Können wir mal zu trinken. Okay, wir müssen nach oben. Sicherheitsraum. Hab gehofft, du würdest mit weniger Getöse auftauchen. Zum Glück stecken sie alle in Wirtschaft. Das wäre schon geschickt. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Und die ist besonders charmant. Ich mag sie auch nicht. Zu eifrig. Hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Mike Tyson? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Wer sind die anderen beiden? Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Die werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapier? Oh, ich glaube, hier ist gleich ordentlich Rambazamba. Maiko, in unserem Plan kamen keine Zeugen vor. Wir wollten denen doch Macht demonstrieren. Das braucht ein Publikum. Ich weiß besser als jeder andere, wie das enden muss. Vertrau mir. Ich glaube dir nicht. Ich bin das durchgegangen. Oft genug. Du meinst, du willst Hiromi ersetzen? Mhm. Selbst wenn du dich dafür den Tiger Claws anschließen musst? Scheiße. Wie sonst soll ich das Clouds vor anderen Gangs beschützen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Zu spät für Zweifel. Tom und Roxy haben ihren Teil erledigt. Eure Puppenrevolution ist in vollem Gange. Entweder wir untermauern sie und gewinnen, oder alles war umsonst. Mach dein Ding. Mal sehen, was passiert. Naja, sie ist keine Parker. Hey, was ist hier los? Wer ist das? Bin der Freund, Mike. Der lebende Beweis, dass Satos Zeit vorbei ist. Dieser Söldner hat die Kunden des Clouds schon einmal gestört. Er hat Oswald Forrest umgebracht. Und nun ist er in Mr. Satos Privatresidenz eingedrungen. Als wäre das nicht genug. Ist es obendrein das, wohin Hiromis Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Hiromi Satos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das? Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Cloud braucht ein neues Management. Verstehe ich das richtig? Die zukünftige... Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Du musst die erledigen! Dafür sind wir doch hier! Dieses Gelaber langweilt mich. Kommen wir endlich zur Sache. Was zum Teufel hast du dir gedacht? Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert? Das interessiert mich nicht. Das, was du gemacht hast, war behindert. Das war dumm, ey. Die wollte die Macht haben. Was kann denn passieren?
Sie werden Rache nehmen. Du hast das Clouds in eine tickende Zeitbombe verwandelt. Du wolltest uns alle verarschen, oder? Redest von Befreiung und tust so, als würdest du uns helfen. Und warst doch die ganze Zeit nur auf Hiromis Stelle aus. Bravo. Fehlt nur ein kleines Detail. Ich kann sie immer noch kriegen. Wer soll mich denn aufhalten? Du? Was war das denn gerade für ein komischer Move? Hey, wie, verschwinde dort. Der Ausgang ist unten im Apartment. Dann such den Fahrstuhl. Tom und Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Geh runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Alter. Ihr Altes spinnt ja richtig. Fuck. Das hätte ich kommen sehen müssen. Sie hatte das von Anfang an geplant. Schon als wir in ihr Büro kamen. Gott, ich bin so blöd. Ach komm, Judy. Du wolltest nur daran glauben, dass die Leute etwas Gutes wollen. Du willst es. Das muss ich nicht mal glauben. Ich weiß es. Danke. Wir sehen uns, wie. No problem, Judy. Wir sehen uns, Judy. Wann ist denn eigentlich diese verdammte Störung mal vorbei? Das wäre toll. Das würde mich echt freuen. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen verbuggt, oder? Ich starte mal das Spiel noch. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder da. Und? Wie soll es anders sein? Die Störung ist vorbei. Wer weiß, was ich hier erwarte. Ja, das frage ich mich auch. Schon wieder? Oh, Entschuldigung. So. Was, nur weil ich gehüpft bin, rasten die alle so aus, oder was? Das ist doch auch nicht normal, oder? Alter. Was rennst du so doof vor dich hin? Er ist halt glücklich. Was ist denn das für ein Navi auf der Karte? So. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja auch machen, ne? Finde ich. Warte, wo ist Brandon? Die sind gekommen und haben ihn mitgenommen. Meinten, sie müssten seinen Code neu schreiben. Ich wollte das nicht. Ich habe ihnen gesagt, er ist mein bester Freund. Die haben geguckt, als wäre ich verrückt. Wenn sie nur mit ihm geredet hätten, dann hätten sie gemerkt, dass Brandon nicht einfach bloß eine Maschine ist. Ich wusste, ich bin nicht die Einzige. Er ist wie ein echter Mensch. Die Typen haben ihn irgendwo zur Wartung gebracht. Einem habe ich wohl leid getan. Er hat mir seine Karte gegeben. Ich bitte dich, bring ihn zurück. Ich brauche ihn. Also es ist, ich muss sagen, es ist komisch, diese Person zu hören. Ich meine, wir wissen ja, dass das, oder manche oder viele wissen ja, dass das von der Streamerin und YouTuberin Annie the Duck gesprochen wurde. Und es ist total komisch, dieses Gesicht nebenbei noch so im Kopf zu haben irgendwie. Von wem das gesprochen wurde irgendwie. Ist das komisch. Auto, da. Aber ich finde das stark, dass solche großen Studios Leute dazu einladen, da dann einfach mal einzusprechen und eine Synchronrolle zu übernehmen. Das finde ich cool. So Leute, was ist hier los?
vorher noch länger warten muss. 2 Kilometer. Ja, es ist ein bisschen weiter weg, aber das macht nichts. Da werden Läuse aus den Haaren gekratzt. Muss ja auch mal sein. Soll gut tun. Habe ich mal sagen lassen. Oh, 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 oh. Entschuldigung. War mit Absicht. Oh Leute, echt jetzt? Was macht ihr denn hier? Fahr doch weiter, du Pansen, ey. Was ist denn mit dir? War das Arasaka? War das gerade ein Arasaka-Zeichen unten auf dem Boden? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Night City. Hallo. Was? Ich habe überhaupt nichts getan. Die schießen durch den Boden. Durch den Boden. Durch. Von oben nach unten. Durch das harte Beton schießen die durch. Meine. Warum nicht? Achso, hier muss ich sogar rein. Was ist das für ein Laden hier? Willkommen bei deinem Software-Service-Punkt. Neues Leben für alte Tech. Oh. Ihr repariert Hardware. Im Ernst. Wer will das denn, anstatt was Neues zu kaufen? Ach, so viele Kunden, wie wir täglich bekommen, frage ich mich das auch ständig. Ich will Brandon sehen. Der wurde wohl hierher gebracht. Um welchen Brandon geht's? Im Ernst? Ist die Energie am Boden, trink und du kannst Wälder roden. Oder wie der Spruch geht. Ach, diese SBEM, die sie vorbeigebracht haben. Der hat echt ein paar lustige Werbesprüche, oder? Aber hey, ich kann dich trotzdem nicht nach hinten lassen. Könntest ja was kaputt machen. Ihr habt keine Ahnung, wie besonders Brandon ist. Ein Wunder der Wissenschaft. Ich würde alles darauf setzen, dass ihr noch nie eine Maschine mit so einer kognitiven Matrix gesehen habt, damit eine KI in so einem kleinen... Ist ja gut, bla bla, du kennst dich aus und machst nichts kaputt. Geh ja, ruhig zu genau. Deinem kleinen Wunder, während es ein Update bekommt. Was denn für ein Update? Na, was für eine schöne Überraschung. Das freut mich sehr. Sag bloß, du bist gekommen, um dich zu verabschieden. Was meinst du? Du bist doch nicht verschrottet, oder? Du hast super viel Geld gemacht. Danke für das Kompliment. Aber genau hier liegt das Problem. Mein Modell wurde als unlauterer Wettbewerb eingestuft. Mein System wird gerade aktualisiert, damit ich nicht mehr so echt klinge. Meinem Boss gefiel das leider überhaupt nicht. Was? Ich war den Leuten unheimlich. Ach, dummer Brandon. Warum habe ich ihnen Dinge über sie gesagt, die sie nicht hören wollten? Wenn jemand eine Therapie will, geht er zum Psychiater. Nicht zum Getränkeautomaten. Ich hab's mir schon gedacht. Du bist keine KI, habe ich recht? Jedenfalls keine richtige. Die Prozessorleistung für eine echte KI mit freiem Willen ist enorm. Dein Chip ist dafür viel zu klein. Du hast ganz recht. Hey! Du bist technisch wirklich versiert. Dein Coder verdient einen Preis. Bester Gesprächsalgorithmus, den ich kenne. Hast mich beinahe reingelegt. Du scheinst mir desillusioniert. Wer kann schon von sich behaupten, mit einer SBEM befreundet zu sein? Klingt verrückt, aber schön. Das Update ist bald abgeschlossen. Sag Theo, ich werde sie vermissen. Du dachtest, ich wäre traurig, oder? Als wäre ich ein fühlendes Wesen. Eine echte Person.
Lass mich dir meinen letzten Witz in der Stimme eines sterbenden Helden erzählen. Oh. Nur so kann man dem Tod ins Gesicht lachen. Also, wie wär's? Na, dann hau mal raus. Warum nicht? Schieß los. Könnte das Leben ein wenig erträglicher machen. Werd mir jetzt nicht sentimental wie... Du musst... weiterleben. Sag Theo, dass sie stärker ist, als sie glaubt. Keine Sorge, Brandon. Ich sag's ihr. Hey, wie? Wo war Johnny Silverhand, als die Bombe im Arasaka Tower hochging? Oh. Keine Ahnung. Wo? Überall. Buchstäblich. Software-Update erfolgreich abgeschlossen. Leb wohl, Brandon. Ich werde dich vermissen. Überall. Oh, der war stark. Der war stark. Der war buchstäblich überall. Wie dumm? Hey, was bist du so? Ich immer so unhöflich, Kollege. Ja, was ist das hier? Happy Hour? Rush Hour? Nee, Happy Hour. Happy Hour auf der Straße. Es gibt kostenlos Benzin. So. Da wollen wir nochmal zu Theo. Und ihr einfach mal davon erzählen, dass Brandon jetzt ein normaler SBEM ist und nur noch Getränke verkauft. Das wird ihr womöglich nicht so gefallen. Ich wette, wir müssen hier irgendwo bei der nächsten irgendwo runter. Wo kommst du denn her? War der nicht gerade noch weiter weg? Ist ja vielleicht schneller als ich dachte. Ich hab grün. Bin gefunden. Ich soll dir ausrichten, dass du stark bist. Warst du schon immer. Das klingt doch gar nicht mal so übel, oder? Ich mache mir mal wieder unnötig Sorgen. Huh? Typisch. Immer muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Ich war zu spät. Sie haben sein System aktualisiert. Ist das etwas Schlechtes? Dein Brandon ist fort. Er wurde durch eine generische KI ersetzt, die in jedem Automaten eingesetzt wird. Ich soll dir ausrichten, er wird dich vermissen. Fuck! Ich meine... Danke. Der blöde Roboter war das Beste, das mir seit Monaten passiert ist. Weißt du, Brandon hat mir durch eine finstere Zeit geholfen. Es ist egal, was oder wer er war. Ich werde ihn auch vermissen. So ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte über sie wäre irgendwie cool gewesen, finde ich. Das muss ich ja mal sagen. Ein bisschen mehr Hintergrundstory wäre noch cool gewesen. Aber, na gut, man kann auch nicht zu viel verlangen, glaube ich, ne? Es ist immer noch eine Nebenrolle.
So, was haben wir denn noch hier? Psycho-Killer. 6 von 17 haben wir gerade mal. Killing in the Name. Nancy. Bin ziemlich neugierig, was es mit diesen Swedenborg Rivera auf sich hat. Um so einen Schwachsinn zu schreiben, muss man entweder ordentlich was in der Birne. Okay, wir... Insis. Bess Insis. Die versuchen wir mal anzurufen. Bess Insis. Okay, können wir nicht. Schade. Aber wir haben, ich habe gerade gesehen, wir haben da eine ganze Menge Nachrichten, auf die wir vielleicht noch antworten können. Nummer El Capitan. Mach dich aus dem Staub. Okay, das war die Mission. Dann haben wir Dakota Smith. Das ist die... Achso, das ist die... gesucht, Bruce Welby, das waren die Missionen, die wir gemacht haben. Lizzie Wizzy, kleiner Bonus. Du hast eine Überweisung erhalten von unbekannt. Einfach unglaublich, so ein Stück Scheiße. Ich überweise dir das Geld, okay. Reno, ich sehe dich, okay. Dino Dinovic, Autos zu verkaufen. Ach, das ist dieser Bugatti, ne? Ja, den haben wir ja gekauft, hier den Avenger. Mama Wells, Delamain, Sandra Dorset, Wakako, der doch bestimmt auch irgendwelche Autos, ne? Ja. Okay. Mhm. Passt irgendwie zu ihr. Was hat sie denn so? Ah, die hat so eine Offroad-Fahrzeuge, ne? Die Dakota Schmidt. Regina. Hat die auch Autos? Jo. Die hat wohl eher so die Flitzer, ne? Okay. Mr. Hands. El Capitan. Padre, Autos zu verkaufen. So die Edelkarosserie, ne? Na gut, wir wollen aber hier nochmal rein. Killing in the Name können wir nicht machen. I fought the law. Treff dich mit Elisabeth Peralez. Elisabeth Peralez. Düsen wir mal zu ihr. Elisabeth da. Eine Scheiße. Lauf mir doch nicht vors Auto. Vor allem, was fällt die denn eigentlich so debil um? Ist sie irgendwie blöd im Kopf? Oh Gott, ein Auto hat ein anderes gerammt. Jetzt falle ich um. Gute Nacht. So. Also muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Okay, wir müssen hier oben weiter. Jetzt müssen wir uns rechts halten. Elisabeth Peralez. Elisabeth Peralez. Ich bin gleich vor Ort. My little girl. Aber wie es an dieser Stelle weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.